Wir begehen Handlungen, ohne daran zu denken, dass jemand uns dabei beobachtet. Selbst unsere Ibadah machen wir manchmal nur dann gut, wenn wir dabei von den Menschen gesehen werden. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, ich kenne Menschen von meiner Umma, die am jüngsten Tag kommen werden, mit Taten so groß wie weiße Berge. So lässt Allah diese Taten zu Staub werden. Da sagten die Gefährten radiallahu anhu: Beschreibe sie uns, ja Rasulallah, sodass wir nicht zu ihnen gehören, ohne es zu wissen. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Sie gehören zu euren Geschwistern und sie sind aus euren Sippen. Sie beten so wie ihr betet. Sie fasten so wie ihr fastet. Sie stehen in der Nacht im Gebet, so wie ihr in der Nacht im Gebet steht. Doch wenn sie alleine sind, überschreiten sie die Grenzen Allahs. Aber warum überschreiten die Menschen die Grenzen Allahs? Weil sie vergessen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir ist. Er subhanahu wa ta'ala sieht alles und weiß, was im Inneren der Brüste versteckt ist. Sie können nichts vor ihm verstecken, egal ob sie allein oder draußen mit Freunden sind. Aber was bedeutet der Name al-Basir? Der Name Basir kommt vom Wort Basara und bedeutet, in einer Sache einen tiefen Einblick zu haben. Allah subhanahu wa ta'ala ist al-Basir. Er hat in allem einen tiefen Einblick. Er kennt nicht nur das Innere der Menschen, er hat allumfassende Kenntnisse über das gesamte Universum. Nichts entgeht ihm. So sagt er subhanahu wa ta'ala in mehreren Versen: Allah sieht wohl, was sie tun. Und in einem anderen Vers heißt es sinngemäß: Und fürchtet Allah und wisset, dass Allah alles sieht, was ihr tut. Und trotzdem sehen wir Menschen, dass wenn sie allein sind, sie die Grenzen Allahs überschreiten. Sie schauen sich schmutzige Filme an, trinken Alkohol und schreiben im Geheimen mit Frauen oder gucken ihnen hinterher. Mit ihren Freunden sind sie auf Partys oder begehen andere abscheuliche Taten. Wenn sie alleine sind, verschieben sie ihre Gebete oder machen nichts für Allah. Aber wenn sie andere dabei beobachten, dann kennen sie Allah wieder. Vor den Menschen stellen sie sich als aufrichtige Person dar. Aber allein, wenn sie in ihren eigenen vier Wänden sind, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht dich. Er sieht nicht nur deine Handlungen, sondern er sieht direkt in dein Herz. Seinem Blick kann sich niemand entziehen. Aber gleichzeitig ist er auch mit dir, wenn du dich allein fühlst und du denkst, niemand ist für dich da. So wisse, mein lieber Bruder, meine geehrte Schwester, er subhanahu wa ta'ala ist mit dir. Er subhanahu wa ta'ala sieht dich. Und wenn dir Unrecht widerfährt, so hat er es gesehen. Und er subhanahu wa ta'ala wird sich darum kümmern. Wir müssen verstehen, dass wenn wir nicht erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir ist und dass er alles sieht, und dann in Yawm al-Qiyamah wird er uns nach allem befragen, jede Handlung, die wir im Offenen getan haben, als auch die, die wir vor den Menschen versteckt haben. Wir müssen ein Gefühl entwickeln, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie sieht. Und gemäß dem achteten sie auf ihre Handlungen. So wird überliefert, ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ich bin sehr, sehr, sehr erschöpft. Da schickte der Prophet jemanden zu einer seiner Frauen. Sie sagte: Bei dem, der dich mit dem rechten Glauben entsandte, ich habe nichts anderes als Wasser. Er schickte dann zu einer anderen und sie gab die gleiche Antwort. So schickte er zu einer anderen, bis alle die gleiche Antwort gaben. Und zwar: Nein, bei dem, der dich mit dem rechten Glauben entsandte, ich habe nichts anderes als Wasser. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer nimmt diesen Mann für diese Nacht auf, möge sich Allah seine erbarmen. Da stand ein Mann von den Ansar auf und sagte: Ich, ja Rasulullah. Dieser ging dann mit dem Gast nach Hause und sagte zu seiner Frau: Hast du etwas zum Essen? Sie sagte ihm: Ich habe nichts anderes außer der Nahrung für die Kinder. Da sagte er zu ihr: Beschäftige die Kinder mit irgendetwas. Und wenn unser Gast ins Haus eintritt, lösche die Öllampe und tue, als ob wir beim Essen wären. So saßen sie und der Gast aß. Am nächsten Morgen kam der Mann von den Ansar zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, der zu ihm sagte: Allah hat wahrlich eure Tat mit dem Gast wohlwollend gesehen. Allahu Akbar.
Allah subhanahu wa ta'ala sieht jede unserer Handlungen. So müssen wir darauf achten, welche wir ihm zeigen wollen. Und wir müssen wissen, durch welche Handlung wir sein Wohlgefallen erlangen, wie dieser Sahabi. Wir müssen so einen Zustand erreichen, in dem wir das Beste anstreben und dadurch das Wohlgefallen Allahs erlangen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, es ist solch ein Zustand, als ob du Allah siehst. Und wenn du ihn auch nicht siehst, so sieht er doch dich.